Ja, guten Morgen, Roller Walter, was strahlst du? So hast du was Neues für uns mitgebracht. Guten Morgen, ich stehe heute hier vor der Ygritte-Familie mit dem neuen Ygritte One. Aha, die Ygritte-Familie hat Zuwachs bekommen. Komischerweise ist der neueste Zuwachs der größte geworden, oder? Nein, die wachsen halt schneller jetzt. Ach so. Nee, es ist der Ygritte One. Mit den Besonderheiten gegenüber den anderen hat er ein neues Felgenbremssystem von der Firma Schaeffler, die total gekapselt ist, die eine Laufleistung der Bremsbeläge von circa 5000 Kilometer hat und die also eine Weltneuheit ist bei diesem Scooter Was heißt Ygritte One. eigentlich gekapselt? Die gekapselt heißt, dass sie total geschlossen ist. Da schau her, die ist da total zu. Achso, das kann man ja mal ganz schön zeigen im Vergleich zum Egret Pro. Zum Ygritte Pro, wo wir hier also quasi Wo die alles offene offen ist. Scheibenbremse haben. Also, das wäre halt jetzt auch gerade für den Winter, wenn es ein bisschen schmutzig ist, ist das echt cool, ne? Richtig. Also, es ist total geschützt, die Ist total Bremse. geschützte Bremse. Ja, und sage ich mal 5000 Kilometer Laufleistung für Bremsbeläge bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h, da stehst du ein paar Stunden drum. Dann hat er Und bei einer Akkuleistung. Ja, das wäre gut. Ja. Akkuleistung kann man sagen, Reichweite bis zu 65 Kilometer nach der entsprechenden Norm. 70 Kilo Person, ebene Strecke 22 Grad. Die Realität wird wahrscheinlich irgendwo bei 50, 55 Kilometer liegen. So. Was er noch neu hat jetzt, der hat Blinker vorne Mach doch mal das schöne Licht in an. den Griffen. Ja. Und hat ein schönes helles Licht. Haben aber die anderen beiden auch schon gehabt und hat also auch das Bremslicht von den anderen beiden übernommen. Was ich finde auch ganz gut ist, ist das Display. Das sieht man einfach auch viel mehr, Das oder? Display ist Das neu, ist ja. ja sehr Das modern, ist finde ich. übersichtlich. Hat weiterhin wie die anderen beiden auch die drei Fahrstufen Eco, Tour und Sport. Und man sieht hier genau, das Licht an ist. Wenn das Licht wieder ausschaltet, dann ist das wieder weg. Was er noch hat, er hat elektronische Wegfahrsperre. Dazu kann man unterschiedlicher Meinung sein, weil weggetragen ist er trotzdem gleich und in stillen Kämmerlein zu cracken dürfte wahrscheinlich nicht das große Hexenwerk sein. Deshalb wird schon mechanische Sperre oder mechanisches Abschließen ist immer noch sinnvoll, auch hauptsächlich dann, wenn ich weiter weg bin. Wenn ich mal schnell zum Bäcker reingehe oder wenn ich mal schnell zum Einkaufen gehe, kann ich durchaus elektronisch abschließen, aber eine längere Zeit unbeaufsichtigt ist, dann macht der mechanische Abschließen schon deutlich mehr. Dieses schwarze Ding, das da um das Lenkrad ist, was hast du da? Das ist Platiniertes? das TexLock, das ist das spezielle System von Ygritte. Das kommt hier rein und kommt dann, kannst da so raus tun, so schön. Tust irgendwo darüber und steckst es da wieder rein und dann hast du ihn abgesperrt. Sehr massiv das ganze Ding. Also richtig toll. Ist halt auch nicht ganz ein Schnäppchen, liegt bei 139 Euro. Und was er noch hat, Naja, ist. aber bei dem Preis von dem Roller finde ich, so sparen wir an der falschen Stelle, wenn man den nicht ordentlich absperrt. Bei Wir 8. haben jetzt wirklich viele Kunden, denen, also nicht unbedingt das Modell, weil das ist zu neu, aber das dann doch geklaut wurde, das ist doch dann schade. Und wir haben dann hier auch einen herausnehmbaren Akku, der mit dem Schlüssel gesichert ist. Also hier aufsperren, dann geht hier der Deckel ab. Und dann kann man hier den Akku abstecken, rausnehmen und mitnehmen. Unabhängig davon kommt auch den Akku wieder rein da, hier abfragen. Hier sieht man, dass der Akku voll ist. Die ist eigentlich ganz geschickt. Hauptsache, wenn du im fünften Stock wohnst, brauchst du also nicht mehr unbedingt einen Roller rauftragen, sondern nimmst den Akku mit und genauso schnell ist wieder verschlossen. Aber ist er eigentlich auch ganz schön jetzt so vom Trittbrett, finde ich schön breit. Bisschen breiter, ja, genau. Passt eigentlich ganz gut. Und was auch neu ist, das ist sein Klappmechanismus. Der ist ein bisschen geschmeidiger geworden, indem du hier rausziehst und rüber drehst und dann da einfach da runter gehst. Dann hast du quasi schon abgeschlossen. Und zum Aufmachen einfach hier wieder hochschieben. Was wiegt jetzt dieses Träumchen von E-Scooter? Ja, dieses Träumchen von E-Scooter wiegt 22 Kilo.
Also ist das nicht irgendwas, was man, sag ich mal, zum Pendeln mitnehmen kannst, dann ist schon eher was, was eher stationär fährst. Ja, was ich jetzt auch noch ganz schön finde, dass du zum Beispiel die Stange verstellen kannst, weil das haben ja nur ganz wenige Scooter und dann auch die wirklich im Hochpreis. Genau, da geht also, das ist also das Maximum hier, so für die Ecke, also das ist jetzt, sage ich mal, Größe so 1,90 plus. Ich probiere jetzt mal, was ich damit anstellen würde. Dann kannst du mal runter tun. Also ich bin 1,68. Ja, für mich wäre das so okay. Ja. Also was ich schön finde, dass diese Griffe auch so ergonomisch sind, Schulter. Und ihr geht noch weiter runter. Noch weiter. Ja, zum Schluss. Jetzt ist Schluss. So ist dann Schluss. So. Und dann fixiert man hier. Genau. Und dann ja, und da kannst du sogar noch deine Einkäufe hinhängen. Und die kleine Handtasche. Aber nur eine ganz kleine. Kleine. Ich glaube, sie hatten sogar mal hier ein Kilo Anhänger. Ja. Dass man nicht mehr hinhängen soll, weil vielleicht fährt ja jemand mit einem Biertragel, das ist dann auch nicht so toll. Hupe hat er auch. Er hat ja noch was ganz Cooles, das hat sonst gar keiner. Und zwar so einen schönen, ich halte den mal dahin, damit ihr den auch alles schön sehen könnt. Einen klappbaren Scooter, ist ja nicht süß. Also den begeistern eigentlich in erster Linie Mädchen, muss ich schon sagen. So wie mich. Du findest ihn auch schön. Also praktisch ist er nicht, aber schön ist er. Aber schön ist er. Schön ist er ohne Zweifel. Und der Scooter ist nicht so teuer. Teuer ist der Schlüsselanhänger. Also Scooter kriegst du spottbillig. Der Schlüsselanhänger wird teuer. Ja, ja, ja. Ich habe das fliegt gerade nicht heil an. Also ich finde es einfach super. Dann hat er hier noch den Griff, ne? Er hat einen neuen Daumengasgriff, ja, wo man nicht nach unten drückt, sondern wo man nach hinten drückt. Das ist also auch für manche ganz angenehm. Also geht so eigentlich auch ganz gut, nach hinten zu drücken. Ich finde jetzt gerade, wenn man im Winter jetzt Handschuhe da anhat, ist das angenehmer. Das angenehmer, ja. Also er hat jetzt auch einen USB-Anschluss und wenn man optional sich hier einen Smartphone-Halter hinmacht, dann kann man natürlich mit dem Handy ja wunderbar navigieren in fremden Städten oder so. Also das ist schon. Also eigentlich, sage ich mal, hat er schon ganz, ganz tolle Highlights und auch die 11 Zoll Reifen, die zwischen den beiden liegen, der X mit 12 Zoll und der Pro mit 10 Zoll, ist der 11 Zoll Pirelli Reifen. Sensationell gut. Also da liegst du in der Kurve wie nochmal was, du kannst ganz geil wegrutschen. Neu ist auch der Ständer beim One, das heißt, wenn man den ein bisschen anmacht, dann klappt der sofort hoch und man kann losfahren. Ist sehr stabil. Und zum Feststellen einfach den Fuß ein bisschen auf die Seite und hochschieben und dann liegt es ein.